Liebe Mitchristen, Johannes der Täufer lebt in der Wüste. Er isst Heuschrecken und wilden Honig. Er trägt ein Kleid aus Kamelhaaren und einen Gurt. Ein sonderbares Bild, das uns das Evangelium diesen Sonntag schenkt. Und trotzdem, wir kennen dieses Bild, denn es erinnert uns an das heilige Volk Israel, das damals auch in der Wüste war, nachdem Jahwe sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit hatte. Es erinnert uns ganz besonders an diese Pascha-Nacht, in der Jahwe kam und sein Volk hinausführte durch die Wüste in das heilige Land. Alle mussten sich vorbereiten, trägt einen Gurt, marsch bereit. Auch Johannes der Täufer trägt einen Gurt, marsch bereit. Er ist in der Wüste und viele Menschen kommen zu ihm und lassen sich taufen, reinigen von ihren Sünden. Johannes könnte triumphieren, die Menschen kommen zu ihm, aber nein, ganz bescheiden und demütig sagt er, es kommt einer nach mir, der ist viel, viel größer, der Messias, Gottes Sohn. Er wird mit heiligem Geist taufen. Dieser Jesus wird uns alle befreien, nicht von der Sklaverei in Ägypten, sondern von der Sklaverei der Sünde. Er wird uns in ein neues Land bringen, nicht eine Heimat, die irgendwo geografisch liegt, sondern eine Heimat, die in uns ist, in unserem Innersten, da, wo der Funke des Göttlichen glüht, nämlich unsere Seele, da, wo Gott wohnt. Das ist die Heimat Gottes. Jetzt in dieser Adventszeit können wir uns gürten mit dieser Liebe Gottes. Wir können uns vorbereiten auf die Menschwerdung Gottes. Ich wünsche uns allen weiterhin einen gesegneten Advent.